Arbeit hat so angefangen mit der Welle von der Flucht. Dabei habe ich gemerkt, für die Männer wird überhaupt nicht angeboten. Ich habe 3 Jahre gekämpft, bis das angekommen ist, wo die Leute gemerkt haben, also Mustafa, du hast recht. Also sollten wir wirklich für die Männer was auch so anbieten. Unser größter Erfolg, sage ich, dass die Männer so weit sind, dass die auch so verstanden haben, wie der Hase sozusagen so läuft in Deutschland. Wenn die auch so jetzt sich in der Zukunft auch besser stabilisieren möchten und besser das Leben so erleben möchten hier in Deutschland, dann gibt es die Vereine. Und ich denke, wenn wir Menschen hier haben, die sich wohlfühlen, dann haben wir schon die halbe Miete.